Willkommen zu Gangster Rap XY Ungelöst. Mein Name ist Murat Klein und in diesem Format schauen wir uns gemeinsam die spektakulärsten Gangster Rap Kriminalfälle der Welt an. Gangster Rap XY Ungelöst. Wo sind heutzutage die Deutschen? Das ist Gangster Rap XY Ungelöst. Ein weiterer vielversprechender Rapper ist leider von uns gegangen. Slim 400 wurde in seinem Auto erschossen. Es gibt Quellen, die berichten, dass die bekannte Crips Gang eventuell dahinter steckt. Ob da was dran ist, schauen wir uns jetzt mal an. Gangster-Rap. XY ungelöst. Seine Familie nannte ihn Vincent Corrin, aber die Welt kannte ihn unter seinem berühmten Namen Slim 400. Was für den Rapper, der in der Auffahrt saß, ein friedlicher Tag zu sein schien, wurde zu einem grausamen Tag, an dem er dem Tod in die Augen sehen musste. Der Musiker wurde in Deutschland als Sohn einer US-Militärfamilie geboren. Er wuchs in der für Bandenkriminalität bekannten Stadt Compton nahe Los Angeles auf. Compton ist ebenfalls die Hauptstadt von Größen wie Dr. Dre, Eazy-E, The Game oder Kendrick Lamar. Zu den bekanntesten Tracks des Rappers zählen Go Appeal und Pyro. Mehrere US-Medien gaben an, dass der Rapper 33 Jahre alt geworden ist. Was komisch ist, denn die Polizei sagte dem Sender NBC, dass er 34 Jahre alt geworden ist. So oder so, er ist viel zu jung gestorben. Wir schalten jetzt mal zu Christina, meiner Top-Tier-Germany-Kollegin. Sie hat uns nämlich interessante Details zum Mordfall mitgebracht. Gangster-Rap. XY ungelöst. Christina, du beschäftigst dich jetzt schon länger mit dem Mordfall an Slim 400. Was genau kannst du uns zum Tatergang erzählen? Wie in den Aufnahmen der Überwachungskamera zu sehen ist, wurde der Rapper von dem Schützen überfallen, als er in seinem Fahrzeug in einer Einfahrt saß. Der Schütze ging auf den Fahrersitz zu, auf dem sich Slim 400 befand, und nach so circa 3 bis 4 Sekunden Dialog eröffnete er das Feuer und begann auf Slim 400 zu schießen. Slim versuchte sich tatsächlich noch zu wehren und stürzte sich auf den Schützen. Er hielt sich an seinen Armen und an seinen Beinen fest, nur leider erfolglos, denn der Schütze schoss weiter auf Slim ein. Der Kampf endete ca. 3 Meter vom Fahrzeug entfernt. Gibt es denn neben dem Überwachungsvideo noch weitere Zeugen? Am Tatort selbst nicht, allerdings gingen mehrere Anrufe bei der Polizei ein von Zeugen, die die Schüsse gehört haben sollen. Die Polizei patrouillierte dann in der Umgebung. Die Ersthelfer berichteten, dass der Rapper um 19.50 Uhr Ortszeit entlang der 7th Avenue in Inglewood erschossen wurde. Ein Sprecher der Polizei gab bekannt, dass der Rapper am Tatort mit mehreren Schussverletzungen vorgefunden wurde. Als die Polizei eintraf, wurde der Rapper in ein Krankenhaus gebracht, wo er leider seinen Verletzungen erlag. Weiß man schon, wer sich hinter dem Mörder verbirgt? Leider noch nicht. Die Polizei von Inglewood arbeitet akribisch an dem Mordfall, um herauszufinden, wer der Täter ist. Anhand der Videoüberwachungen gibt es eine Täterbeschreibung, die zeigt, was der Täter am 8.12.2021 getragen hat. Der Gesuchte trug zur Tatzeit ein weißes Tanktop, eine schwarze Hose sowie dunkle Schuhe. Aufgrund der fehlenden Zeugensichtungen konnte leider kein Phantombild von der Polizei erstellt werden. Eine Verbindung zu den Crips ist derzeit nicht ausgeschlossen. Danke, Christina. Nur wenige Stunden bevor Slim 400 erschossen wurde, released er noch ein Musikvideo zum Song Caviar Gold. In dem Song rappt er über ein THC-Produkt, aber auch über die Schießerei aus dem Jahr 2019. Was richtig verrückt ist, ein Tag bevor Slim 400 erschossen wurde, teilte er auf seinem Instagram-Profil ein Bild von einem Grabstein mit seinem Namen und dem Namen des verstorbenen Rappers Young Dolph drauf. Diese ganzen Ereignisse haben dazu geführt, dass Slim 400s Tod wirklich verdächtig und unheimlich aussieht. Wir prüfen das jetzt mal genauer. Gangster-Rap. XY ungelöst. Bevor wir in die Beziehung der beiden Rapper eintauchen, schauen wir uns jetzt erstmal diese ganzen interessanten Details, die vor seinem Tod geschehen sind, ein bisschen genauer an. Wie eben kurz angeschnitten, veröffentlichte Slim 400 Stunden vor seiner Ermordung ein Musikvideo zu seinem Song Caviar Gold. Leider hat er selbst das Musikvideo nie sehen können. Obwohl er in dem Song keine Rapper oder Gangs nannte, haben einige Fans den Song mit seinen Schießereien in Verbindung gebracht und viele glauben, dass der Song ein Auslöser gewesen sein könnte. Das Musikvideo war jedoch nicht das einzig Interessante, was Slim 400 vor seinem Tod veröffentlichte. Einen Tag vor der Schießerei hat er einen Instagram-Post gemacht. Er teilt einen Screenshot, auf dem ein Fan ihn markiert hat. Der Screenshot war ein Cover-Artwork für seinen Song Shake Back, den er 2019 mit Young Dolph veröffentlichte. Das Cover zeigte einen Grabstein, auf dem sein Name sowie der Name des verstorbenen Rappers Young Dolph fett geschrieben stand.
Die beiden Rapper haben während der Zusammenarbeit wohl nicht daran gedacht, dass dieses Cover ihre baldige Zukunft porträtiert. Slim 400 schrieb unter dem Post RIP mit einem Delfin-Emoji, der ein Verweis auf Young Dolphs Namen ist. Der Name bedeutet nämlich übersetzt junger Delfin. Beide Rapper waren auf dem Label Empire gesigned, bei dem der Deutsch-Perser Nima Adminan und der Mitbegründer von der Internetseite DerpCNN heute als Vizepräsident tätig ist. Slim 400 erklärte einmal in einem Instagram-Beitrag, dass Young Dolph der erste Künstler war, der ihn unterstützte, nachdem er 2019 neunmal angeschossen wurde. Young Dolph wurde ebenfalls 2017 angeschossen und überlebte nur knapp, bevor er 2019 wieder angeschossen wurde und starb. Gangster-Rap. XY ungelöst. Natürlich sorgen diese ganzen Ereignisse und die Parallelen der beiden Rapper für wilde Verschwörungstheorien, ähnlich wie bei Tupac nach dessen Ermordung im Jahr 1996. Eine Theorie besagt, dass es derzeit in den Staaten einen Trend gibt, bei dem größere Namen der Hip-Hop-Szene junge aufstrebende Rapper seien, um sie kurz darauf zu opfern, nur um deren Marktwert nach dessen Tod zu erhöhen und von den Einnahmen zu profitieren. Ein großer Name der Szene, der mit Slim 400 in Verbindung gebracht wird, ist der Rapper YG. Die beiden Rapper traten in der Öffentlichkeit immer als enge Freunde zusammen auf und veröffentlichten auch gemeinsam Musik. Was die Theorie noch mehr anheizt, ist der Fakt, dass YG sich bis heute nicht zum Tod von Slim 400 geäußert hat. Das scheint sehr merkwürdig, da es normalerweise bei uns in der Hip-Hop-Szene ja üblich ist, dass wir Rapper zumindest einen Rest-in-Peace-Post veröffentlichen, wenn unsere Homies sterben. Ob an den ganzen Verschwörungstheorien, die derzeit im Internet kursieren, etwas dran ist, können wir nicht genau sagen. Was wir aber sicher sagen können, ist, dass es Spuren von Bandenkriminalität gibt. Gangster-Rap. XY ungelöst. 7th und Manchester, zwischen der 88th Street, ist der Ort, an dem Slim 400 erschossen wurde. In dieser Gegend herrscht Beef zwischen den beiden Banden The Rolling 60s und den 8-Ray Gangstern / Inglewood Families. Es sind aktuell noch keine Motive für die Schießerei bekannt. Laut einem offiziellen Bericht der Polizei von Inglewood könnte die Lage noch gefährlicher werden, da sich in der Stadt ein erneuter Krieg zwischen den Bloods und den Crips anbahnt. Die Polizei behauptet, dass Slim 400 möglicherweise keine direkte Verbindung zu dem Schützen hatte und er kein direktes Ziel gewesen sei, sondern seine Ermordung eher eine Vergeltungsmaßnahme der Crips war. Somit wäre Slim 400 zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen und seine Verbindung zu den Treetop Piru und den Bloods seien in dieser Auseinandersetzung nicht vom Vorteil gewesen. Der Manager Wack 100 erklärte in einem Clubhouse-Talk, dass es in Inglewood in den letzten Monaten immer gefährlicher geworden ist, weil die Gangs sich auf den Straßen bekriegen. Die Polizei befürchtet, dass es in den nächsten Wochen aufgrund der Ermordung von Slim 400 weiter eskalieren wird, weil Slim nicht nur eine Verbindung zu den Treetop Piru und den Bloods hatte, sondern sein Vater überraschenderweise ein Mitglied der Crips war. Die Polizei warnt derzeit Touristen davor, nach Inglewood, Kalifornien zu reisen, weil sie aktuell nicht für die Sicherheit der Leute garantieren kann. Gangster-Rap. XY ungelöst. Was glaubt ihr? War Slim 400 wirklich nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Oder ist eventuell was an der Verschwörungstheorie dran, dass er geopfert wurde? Ich bin sehr gespannt auf eure Theorien, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Format hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Und schaltet natürlich nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Gangster Rap XY ungelöst. Gangster Rap XY ungelöst. Wir sind heutzutage Deutsch. Was ist Gangster-Rap? XY ungelöst.